herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Hellblade. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss das, was wir in der letzten Folge erfahren haben, muss ich gerade noch mal ein bisschen verdauen. Wir haben Iltaugas wahren Namen erfahren, nämlich Ingun und natürlich auch ihre Entstehungsgeschichte. Es ist... Fragen über Fragen. Also anscheinend Askja ist ausgebrochen. Ich glaube, es ist ein Vulkan. Ein Vulkan ist ausgebrochen, der aber als Gottheit verehrt wird, der das Land verwüstet hat, und Ingun ist hier runtergekommen in die Höhle zum verborgenen Volk, um ihr um ihr Kind zu retten. Aber ich weiß nicht, ob das verborgene Volk Ingun helfen konnte oder wollte, weil sie jetzt endlich körperlos sind. Und aus Wut daraus hat sie dann Askja gebeten, ihr die Macht zu geben, ihre Wut, ihren Zorn auszuleben, ist deswegen in Iltauga verwandelt worden. Das reime ich mir jetzt zusammen. So, und wer jetzt meckert, dass ich stehen geblieben bin, und hier das Let's Play so in die Länge ziehe. Ich will auch mal was loswerden. Ich habe immer das Gefühl, ich komme hier. Ja, genau, siehst du? Die gute Fackel. Ingun. Names of power. True names, they cut to our hearts. Und genau das ist auch. Is to command it. Bring her here. Can we call to her, like the Draugr did? She will kill you. The Draugr were aping the customs of the living, acting out what they did before they turned. A grotesque parody of the blood ones held in that sacred place, sacrifices to Freya. We can call to her too. Yes. And yes, she will come. She will kill you. Just like she has so many of us. Then what? She can never be reached. We need to find a place where you can meet her face to face and see the world through her eyes. See our world. And our ways of opening up the door into another space. Another place. Fire and rage. A veil that hides the Veridir, as they whisper. It means us. The veil through which you can sometimes catch a glimpse. You understand. There are ways to tear that open. She knows. Pass in. She's suffering. Racked with grief, I saw it. The hidden folk showed her. A ritual. A ritual. A ritual to open up the door. A ritual to heal her pain. Meet her eyes. And speak her name. A ritual. Rituals will change it. Warte. Bring change. Eine Sekunde. Eine kurzknäppliche. Wir kommen hier bestimmt nie wieder her. Ich muss hier hinten kurz gucken. Hier ist definitiv kein... Hier ist kein Gesicht. Hier gibt's nichts. Es sieht alles sehr nett aus, aber es... Kein Gesicht. So, heißt also, wir haben... Ich dachte, wir hätten eine Waffe bekommen. Aber wir bekommen eigentlich nur ein Hilfsmittel. Es ist ein ziemlich makabres Hilfsmittel. Wir haben ihren Namen und wir haben den Auslöser für ihre Verwandlung, beziehungsweise das, was sie einst geliebt hat und das sie dazu getrieben hat, so blutrünstig zu werden, verschlungen von Zorn und Hass, genauso wie wir. Genauso wie es uns gegangen ist. Ja, man könnte sich ja... Ich war gerade wieder ein bisschen in Gedanken. So, warte. Hier ist nichts. Ich glaube. I will tell her I understand. I will remind her who she used to be. Ist nur die Frage, ob das reichen wird oder ob ihr Geist schon so von Zorn und Wut
und vom vielen Morden so zerstört ist, dass sie nichts anderes mehr kennt. Außer Wut und Tod. Es sieht unglaublich gut aus hier. Es ist... okay, gut. So. Ich denke mal, du hast schon ein Ticket gebucht, wa? Nach Island. Ich es heilige. So. Ich habe immer wieder das Gefühl, wir übersehen was. Und ich habe auch immer wieder das Gefühl, ich muss einfach immer über die Stimmen rüber quatschen, damit ich hier ja meinen winzigen Mehrwert, ja, den ich hier als Let's Player irgendwie leiste, irgendwie noch gerecht werde. So, wir müssen ein Ritual vollbringen. Etauga von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Wie können wir das tun? Das hat hoffentlich nichts mit Askia zu tun. Schwede, die Toten, beziehungsweise, hi, oh, Alter, leck mich am Arsch. Es wurde schon vor uns probiert. Und wir sind hier im Vulkan. Nein, leck mich am Arsch. Okay, komm. Lauf, 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 lauf. Ich habe keine Ahnung, wo wir lang müssen. Oh, scheiße, wir laufen da lang. Lauf, 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 lauf. Die sind aber auch riesenhaft. Oder sind sie einfach nur normale Menschen, die Ketten? Ich lauf da lang. Warte. Lauf. Ich weiß nicht, wo ich hin muss, aber da hinten sind Ketten. Eventuell. Lauf, 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 lauf. Ich will sie mal kurz... Alter Schwede. Oh Gott. Die Stimmung hier ist echt... unbeschreiblich. Ja. Na komm. Sei frei. Sei frei. Mach dich los. Mach dich los von den Ketten. Der Furcht, der Angst, des Zorns. Ich habe keine Ahnung, wo lang. Da geht's bestimmt. Nee, da geht's nicht lang. Ich sehe keinen Schatten. Wir müssen wieder zurück. Alter Schwede. Lauf. Alter! Oh mein Gott, was zum Teufel? Oh mein Gott. Zu spät. Viel, viel zu spät. Nee, da kommen wir nicht lang. Da sieht's aus, als könnte man da nicht hin. Lauf. Der Schmerz des Verlustes. Alter. Na komm, lauf. Ich bin immer hin und her gerissen, hier einfach zu sein
das zu genießen, diese Stimmung aufzusaugen, sie anzuschauen. Nach vorne. Senua, wir sind soweit gekommen. Da ist die nächste Kette. Na komm. Lauf. Ingrid, I can help you. Ich weiß nicht. Offensichtlich helfen wir ihr. Eventuell entfesseln wir auch etwas, was besser angekettet geblieben wäre. Ich kann hier weiter. Oh, die Musik. Heilige im Schutz der Toten, die vor uns, die Unzähligen. Gar nicht so unähnlich. Oh, Scheiße. Lauf, 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 lauf. Die letzte Kette. Wir werden es herausfinden. Oh mein Gott. Oh, sie ist so großartig. Na komm, lauf, 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 lauf. Oh Gott. Ich hoffe, die Wände halten. Und ich hoffe, wir kriegen keinen Besuch. Na komm, Senua. Ja. Oh, Scheiße. I will not heal anymore. Gone forever. Oh. Es ist alles so verständlich. Geht's wahrscheinlich. Da drüben ist es wahrscheinlich wieder vorbei. Mit der Sicherheit. Jetzt komm, hier, nächster. Lauf. Und jetzt entspurt. Na komm hier rüber. Oh Gott. So, wieder ein bisschen. Alter. Hä? Was war das? Warum stehe ich? Okay, gut, 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 gut. Siehst du da hinten? Haben auch versucht, andere Riesen sie aufzuhalten? Hier vorne, die. Gott, die Musik ist so gut. So unglaublich gut. Na komm, jetzt lauf. Und Kopf anziehen. Lauf, 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 lauf weiter. Gib alles. Und die letzte Kette.
Sei frei. Sei frei vom Zorn. Von der Wut. Von der Trauer. I need to go home. Will your father join us if you tell him what you saw? Yes. He will not run from battle. He will lead us into it. There is more than the sword here. More than he can understand. No more slaves. And no more sacrifices. He is trying to understand. Is he? No more sacrifices. No more cowering in our fortress. We could fight. We have, but not in the way he thinks. No more sacrifices, swear. I never wanted any of that. I just did not believe it was possible to defeat them. And now I see. A ray of hope. If this is real, no more sacrifices. You have my word. This needs to be something. Be sure of that. She is exhausting me at sunrise. I will come with you. I know the goal. And he respected me. Once. I will bear witness to what was done here today. What are we going to do next, Senor? Das Vertrauen reicht weit. She will stop the slavers, but the signs are leading her down a different path. She won't have to fight them. Just show them how the world can change. No more giants. No more sacrifices. She has found out the secret. She has the key, but wisdom has a price. Remember? What happens when you face the void and human eyes look back? She can meet these eyes and take that burden, but it takes its toll. Und vor allem Ding. I told you we need to head further inland. Well, perhaps you're right. We need food and shelter. And there is a settlement nearby. Bothervik. Yes. Are you mad? They will kill me on sight. They hate the Bjork. They've been pains in our asses since long before the fall. And do you think you might have given them a cause to hate you? Da würde mir jetzt auch keiner einfallen, Don't worry, lad. I'll protect you. Ein bunt zusammengewürfelter Haufen hier. Und wer sagt uns, wer? Wer sagt uns, dass
nicht hörbarer Gesang, dass diese Machtstellung der Burg so einfach aufgegeben wird. Man gewöhnt sich schnell an solche Zustände. Ist das ein Gesicht? Ach, ich hab immer... Meine Hüte. Ein bisschen grün. Gibt es irgendwo? Das haben sich doch auch gerade angeschaut. So still. Hopeful. Das zum Beispiel. Es sieht so ein kleines bisschen aus wie ein Gesicht. Aber. Wo sind die? This place where you belong. We give you this moment as reward. Ach, einmal durchatmen. Nach diesen Höhlen, nach diesen Prüfungen, nach dem Tod, nach El Tauga. Ein bisschen Frieden. Is golden. This place is beautiful. Das ist ein schönes Geschenk. Let's stay here. You're safe here. Ach, wenn da nicht unser Versprechen wäre. Screams, no pain, free. Aber wie lange? Und wie können wir Frieden finden, wenn es nur Frieden für uns ist? Und wir andere dafür im Stich lassen. Würde es uns dann nicht auch irgendwann wieder hinabreißen? Wonder. Remember. For there may not be others. Wie soll man diese Landschaft in Worte fassen? Ich habe immer noch im Hinterkopf, dass es ja eigentlich Island ist. Aber... keine Ahnung. Kennt Island Erosion? Warum ist hier alles so schroff? Warum ist es alles so unterschiedlich? Warum sieht es aus, als wären wir auf einem außerirdischen Planeten? Es ist... Ich kann es spüren, ja! So. Ach Gott, oh Gott. Ich will mich nicht entspannen. Ich will's nicht. Da lang? Oder hier lang? Wir werfen hier nochmal einen Blick runter. Geht es hier lang? Oder geht es da lang? Ach, ich hasse solche Momente. Hier hinten eventuell. Da könnte uns... Vielleicht ein Gesicht. Vielleicht ein Runenpfahl. Nein, nichts dergleichen. Ich habe die Hoffnung sowieso schon aufgegeben, dass wir alle finden. Ich habe mich ja am Anfang schon rausgewunden. So. Einmal hier weiter. Rein ins
güldene Licht, alter Schwede. Ja, nee, wir wollen hier hin. Ist ja irr. Oh nee. Pfui. Und da sind die beiden wieder. Yes, it is. This whole island. Even us. What's happening? Was? Who are these? An ambush. Was? Guiding the Björk to our door. But she knows them. Is this what you've been reduced to? How does she know them? Why does she hate them? Let him go! No. Who is this woman? Ostrid. This is not what you think. What is it? I know this is going to be hard to believe, but you have to listen. This woman here, Senua, she knows how to defeat the giants. We've seen it. She has to trust us. Just make her trust us. She will leave you. Impossible. They can't be killed. We thought so too, but we saw it. We saw it, Austin. We're on our way to Borkavirkinau to tell the Gothi. To make him understand that we can fight back. He's telling the truth. I did not ask you that. Shut your mouth, or I will slit your throat. I know you have no love for the Björk, but you can trust me. Will she? This is the turning point, Austinus. We can start over. Start to rebuild what we had. Does she trust Falkner? Vertraut sie ihm. This is true. Yes. She believes you. She wants to believe her. She's trying to understand. If this is true, you, Senua, tell me now. Look at her. Say it is true. She is exhausted. You can speak. She wants to believe you. Speak to her. She wants to trust you. Tell her the truth. It is true. She will believe us. She knows. She can see that we bring hope. We do. Die vertraut uns wirklich. Prove it then. There's a giant here. Another giant. He roams the beaches and sinks our boats, cutting us off from the sea. More death. And we're close to running out of food. More darkness. We can help these people. You can overcome it. Kill it. We need to get to Borgavik. Please. Remember, there are other people you must save. I cannot let more of my people die. It is happening for all the insane. Don't get distracted. We should kill it. We've taken down one, but there is a whole land of them. We need the practice. People will die if you help her. People will die if you don't. There's no way you can win. Please. Senua. People will die if you stay here. We are dying. People will die if you don't. You have to help her. Now it is time to lead, Senua. Now you have to choose. Mehr Versprechen. Right. Hold on to her. Mehr Opfer. We will help. Her people fled quickly. Harald, she is take them to the settlement and keep an eye on the Björk. We want to help her. Can't you, Senua? Come with me. Trust us. Trust I will show you the giant. In this loneliest place, she has found others. Lost in darkness, just like she was. Others who might look to her to lead them into the light. Can her shoulders bear this burden? She so learned to keep her guard up, can she ever let it down? You are an outlander. Why are you here? I came as a slave.
Can you trust taken her? By the Björk? Yes. You were taken by the Björk, and yet you come here with Þorgestur. He wants to stop the giants too. We want the same thing now. To stop the giants. She doesn't trust him. Be careful, Senua. Björk can't be trusted. They demand food from us, and if we don't give it, they take us as sacrifice. Ja, verständlich, dass es so eine Vorgeschichte gab. She knows what it's like to lose people, just like you. Ja. Und er kennt Verlust. Das, was man tut, um zu überleben, bringt einem manchmal keine Freude. Oder Freunde. Ach, es ist... Ach. Wissen wir, dass wir uns mehr aufbürden am Ende, als wir bewältigen können? Ich meine, wir sind... Vielleicht verstehst du, oder wie ich das meine. Wir werden jetzt irgendwie zum Spielball. Wir werden hier hin und her zwischen den Fronten geworfen. Hear that? That's him. That's him. Can you hear him? Und werden wir überhaupt noch als Mensch gesehen? Wir waren unser Leben lang alleine. Wir waren immer die Aussätzige. Das wandelte sich jetzt ein bisschen. Wir haben ein Versprechen gegeben. Wir möchten den Menschen helfen. Wir möchten, vor allen Dingen, möchten wir unseren Platz wahrscheinlich überhaupt in der Welt finden. Vielleicht Freunde finden. Aber irgendwie, wir haben eine spezielle Fähigkeit. Segen und Fluch zugleich. Aber ich habe das Gefühl, wir werden schon wieder nicht mehr als Mensch gesehen, sondern jetzt nur noch als Werkzeug. Als Werkzeug, das Riesen töten kann. Wir sind nützlich. Aber sieht jemand Senua? Oder... Sjávarrisi, the sea giant. Do you see? Der Meeresriese. Brings the storms with him. Cry is born on the storm. Where is he? We haven't seen the sun in weeks. With winter upon us, the storms will only get worse. They are running out of time. It's too late. They will die, all of them. Come. Bárðarvík's just over there. Follow her. Dann tun wir, was wir müssen. He knows we are here. My brothers used to come here to practice fighting. Sneak out. Follow them. She's a fighter like you. Learning by watching. Like you. They're dead now. I'm all that's left. Ich kann das so verstehen. Ich kann das wirklich so verstehen. Die Menschen klammern sich an das, was mal war, das haben wir auch bei dem verborgenen Volk gesehen. Und sie klammern sich an ihr Leben, was sie einst kannten, vor den Riesen. Und wir wollen ihnen ja auch helfen, aber ob wir uns dabei selbst verlieren, das werden wir morgen sehen, in der nächsten Folge. Bis dahin, habt noch eine wunderbare Zeit. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und... Ach, dann werden wir einem Meeresriesen entgegentreten.